Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und zwar stelle ich euch heute vor, wie ihr ganz einfach für euer Handy kostenloses Internet haben könnt, also mobile Daten sozusagen. Und zwar geht es über dieses Sponsored Surfing Basic. Und zwar gibt es das Ganze von Netzclub. Und das Ganze, das erkläre ich euch, das funktioniert so. Ihr bekommt eine SIM-Karte, wie ihr seht, mit 9 Cent pro Minute und dazu bekommt ihr 100 Megabyte pro Monat, was ihr sozusagen freies Highspeed-Internet bekommt. Dafür will Netzclub sozusagen Werbung machen. Ihr bekommt, glaube ich, ein oder zwei SMS pro Monat, wo Werbung gemacht wird, was eigentlich nicht weiter stört. Und ihr gebt eine E-Mail-Adresse an, wo circa, ich würde mal sagen, 20 E-Mails oder sowas, Werbe-E-Mails an diese E-Mail-Adresse geschickt werden. Und somit finanziert Netzclub sozusagen diese 100 Megabyte, die sie euch zur Verfügung stellen. Das Ganze gibt natürlich einen Trick. Ihr gebt eine E-Mail an, die ihr nicht abruft, also eine Spam-E-Mail-Adresse sozusagen. Und ihr müsst euch die Werbung sozusagen auch dadurch nicht reinziehen. Genau, und dann geht's auch schon los. Ihr geht auf jetzt kostenlos bestellen, dann kommt ihr zu einem Formular. Wie ihr seht, und dieses Formular füllt ihr einfach aus. Ist ja ganz normal, persönliche Daten, bla bla bla. Ich kann euch jetzt gleich sagen, das stimmt nicht, das sind nicht meine persönlichen Daten, sondern alles frei erfunden. Jetzt kommt ihr hier unten zu dieser E-Mail-Adresse. Ihr solltet euch davor bei irgendeinem Anbieter irgendeine Spam-E-Mail-Adresse machen, weil auf diese E-Mail-Adresse werden halt recht viele Werbungs-E-Mails sozusagen geschickt, die ihr eigentlich sozusagen lesen solltet, aber nicht lesen müsst. Das ist sozusagen nur die Finanzierung von Netzclub. Ihr gebt ihr einfach irgendeine E-Mail-Adresse ein, ihr müsst sie schon sozusagen besitzen, aber ihr erstellt sie extra und ja, dann können da so viele Werbung hingeschickt werden, wie sie wollen, aber ihr bekommt diese Werbung nicht mit. Dann geht ihr auf weiter und dann seht ihr hier schon deine Interessen sozusagen. Da könntet ihr jetzt irgendwas auswählen. Ihr wählt jetzt einfach aus, was euch interessiert. Von dem bekommt ihr dann Werbung. Ihr könnt auch einfach alles anklicken. Das ist eigentlich egal. Und dann müsst ihr halt hier noch das Ganze auswählen. Das ist auch eigentlich nur dazu da, damit die wissen, was sie euch für Werbung schicken. Es geht dann weiter. Und dann kommt natürlich hier auch Werbung, dass ihr noch was dazu kaufen könnt. Könnt ihr auch, ist auch relativ günstig, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel 100 SMS-Einheiten oder sowas wollt, für nur 4 Euro. Das ist alles im akzeptablen Bereich. Und das war's eigentlich sozusagen schon. Dann wird das abgeschickt und ihr bekommt sozusagen die SIM-Karte per Post. Und genau, das ist es eigentlich dann schon gewesen. Ihr habt eure 100 Megabyte. Was man noch dazu sagen kann, ihr könnt eure Rufnummer mitnehmen. Wenn ich das jetzt hier mache, hier seht ihr 25 Euro Gutschrift für deine alte Nummer. Ich glaube, das kostet allerdings was, diese mitzunehmen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnt ihr dann einfach per, glaube ich, O2-Karte euer Konto sozusagen dann aufladen. Und wenn ihr dann eure alte Nummer habt, ist das dann auch kein Problem. Und ihr habt halt diese 100 Megabyte, die es eigentlich recht attraktiv macht, wenn man jetzt nicht zu viel im Internet unterwegs ist, mobil, dann reichen die 100 Megabyte vollkommen aus, um zum Beispiel nur WhatsApp zu schreiben und so weiter. Also ist eine sehr gute, kostenlose Alternative, um online Highspeed-Internet zu bekommen. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass nach den 100 Megabyte einfach das Ganze gedrosselt wird. Also ihr habt weiterhin kostenloses Internet, nur halt langsam. Und das reicht eigentlich immer noch aus, um Nachrichten zu senden. Gut, das war's eigentlich so im Allgemeinen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Würde mich freuen. Bei Fragen einfach einen Kommentar schreiben. Ich beantworte es. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.